Servus Jurassic World Freunde, in diesem Video schauen wir uns den Indominus Rex an, was er drauf hat in Jurassic World Evolution und wie man ihn eben freischaltet. Um den Indominus Rex freizuschalten, müssen wir schon ein bisschen spielen. Wir schauen uns das Ganze erst an und danach machen wir ein paar Fights mit dem Indominus. Ich werde Indominus gegen den Tyrannosaurus Rex kämpfen lassen und dann werden wir den Indominus noch in einem Pflanzenfressergehege stecken und schauen, was dann passiert, wenn der Fuchs im Hühnerstall ist. Um den Indominus Rex freizuschalten, müssen wir ein paar Sachen machen. Als allererstes müsst ihr zwei andere Dinosaurier vom Genom auf 100% bringen. Das ist einmal der Velociraptor und das zweite Mal der Tyrannosaurus Rex. Hier haben wir den Velociraptor. Wie gesagt, der muss vom Genom auf 100% sein. Heißt, ihr müsst immer wieder Fossilien von ihm holen und dann extrahieren und dann habt ihr ihn irgendwann auf 100%. Der Velociraptor, den bekommt ihr schon auf der zweiten Insel. Wir können kurz drauf gehen. Auf dieser Insel bekommt ihr den Velociraptor schon freigeschaltet, Muerta. Und ihr müsst am Anfang ein Expeditionszentrum bauen. Eventuell ist es schon gebaut, da bin ich mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall braucht ihr das Expeditionszentrum im zweiten Park auf der zweiten Insel. Und dann werden euch zwei neue Grabungsstätten freigeschalten für den Velociraptor. Das ist jetzt hier auf der rechten Seite. Die sind bei euch am Anfang noch orange. Hier haben wir den Velociraptor. Bei mir ist der hier schon verbraucht, weil ich ihn eben schon auf 100% gepusht habe. Dann könnt ihr das, wie gesagt, hier abbauen, Fossilien sammeln und dann habt ihr irgendwann den Raptor auf 100%. Das zweite ist, wie gesagt, der Tyrannosaurus Rex. Ihn muss man ebenfalls auf 100% pushen. Das ist auf der dritten Insel. Bekommt ihr hier. Auch hier müsst ihr wieder ein Expeditionszentrum bauen. Eventuell ist es schon von selber gebaut. Dann schaltet ihr das direkt am Anfang frei. Und ihr müsst dann eben auch zu den Tyrannosaurus Rex Grabungsstellen, die kann ich euch eigentlich über die Karte auch kurz zeigen, wo sie sich befinden. Die sind nämlich hier auf der linken Seite und der Tyrannosaurus Rex kriegt man mit, ja, ist mit anderen Dinosauriern zusammen. Ihr seht hier Tyrannosaurus Rex zwischen sehr vielen Pflanzenfressern und irgendwo, hier hat man ihn nochmal und da muss man eben auch graben und dann den Tyrannosaurus Rex auf 100% bringen, dann hat man eigentlich schon das meiste gemacht. Dann muss man noch 4 Forschungszentren besitzen. Pro Insel kann man nur ein Forschungszentrum bauen, heißt wir brauchen 4 Inseln, wir müssen 4 Inseln freischalten. Ich kann hier kurz drauf gehen. Hier muss eins gebaut werden, erste, zweite, dritte und auf der vierten Insel und dann kann man sozusagen den Indominus Rex erforschen. Kann ich euch hier kurz zeigen, wir gehen dann auf die Forschungszentrale, auf die Basis drauf. Auf Forschung, linke Seite und hier unten Kreuzungsprojekte der Indominus Rex. Ja, insgesamt braucht man, glaube ich, da noch 2 Millionen Dollar und dann kann man ihn erforschen. Das dauert, glaube ich, 2 bis 5 Minuten. Dann ist er frei und dann können wir einfach rübergehen auf ein Entwicklungslabor, gehen hier drauf und dann wird der Indominus Rex angezeigt. Er ist auch dann gleich automatisch bei 100%. Und er hat halt richtig krasse Werte. Ihr seht, Angriff 171, Verteidigung 62, Lebenserwartung habe ich sehr weit nach oben geschraubt. Bei mir ist er jetzt modifiziert. Die Entwicklung war bei mir, glaube ich, oder die Lebensfähigkeit, ob der Dinosaurier ausgebrütet wird oder nicht, war bei mir bei minus 37%. Ihr seht, dadurch, dass ich aber plus 60% habe, weil ich in das Labor Erfolgsrate 2.0 eingebaut habt, kann ich euch nur empfehlen, ist er natürlich wieder ins Plus gekommen und er wurde dann auch zum Glück ausgebrütet. Ist jetzt nicht arg viel hoch, da um die 30%ige Chance, dass er rauskommt. Ihr seht auch unten den Preis, 11,3 Millionen Dollar kostet dieser Dinosaurier, das ist heftig. Wir können gleich mal alles rausnehmen, ich glaube normal kostet er um die 2. Man hat hier halt verschiedene Skins, die man sich am Anfang freigeschalten hat und man hat hier schon wirklich sehr viele Modifikationen bei dem Indominus Rex und deswegen wird er auch so extrem teuer. Ich habe auch eine sehr hohe Lebenserwartung, ich glaube 180 Jahre oder noch älter, auf das habe ich auch gesetzt, weil wenn ich 11 Millionen ausgebe, soll der Dinosaurier auch ein bisschen heben. Wir schauen uns jetzt noch kurz den Grundpreis an von dem stolzen Dinosaurier. So, wir haben im Endeffekt jetzt nichts mehr drin, dürften eigentlich nichts mehr drin haben, gehen jetzt zurück und schauen uns den Preis an. 2,5 Millionen kostet der Standard und ich habe ihn dann erweitert auf meine 11 Millionen, das geht sogar bestimmt noch ein bisschen höher
Und ja, dann habe ich ihn ausgebrütet, hat alles gepasst und jetzt machen wir dann den nächsten Step und schauen uns den Kampf zwischen einem Dominus Rex und dem Tyrannosaurus Rex an. Okay, meine Freunde, es ist kurz davor, der T-Rex wird abgesetzt. Ich habe mir gedacht, der Spinosaurus kommt noch mit, der lag nämlich rechts betäubt im anderen Gehege, weil er die ganze Zeit ausgebrochen ist. Und wir schauen jetzt, was passiert. Ich denke, so wie es aussieht, greifen sich jetzt erst die zwei an und der Indominus macht noch gar nicht mit. Er ist noch einen Tick weiter, er kommt aber direkt her. T-Rex und Indominus werden sich zuerst... Nee, Spinosaurus und Indominus Rex werden sich zuerst bekämpfen. Der T-Rex bleibt mal so ein bisschen im Hintergrund. Bam! Erster Bissen vom Indominus Rex. 63%. Mal schauen, was der Spinosaurus macht. Ich habe keine Ahnung, wie stark der ist. Ist nicht so stark, ist glaube ich auch noch nicht so stark modifiziert. Indominus ist auf jeden Fall richtig heftig. Mit seinen 11 Millionen ist er, glaube ich, mit Abstand der teuerste Dinosaurier, den man ja entwickeln kann. Er beißt jetzt hier nochmal zu bei 27%. Wäre auf jeden Fall cool, wenn der Indominus gegen beide gewinnen würde. Aktuell geht's noch, ist noch ganz gut für den Indominus, wenn er jetzt nochmal beißt, bevor der Spinosaurus beißt. Ja, okay, ist im Endeffekt vorbei. Ich glaube nicht mehr, dass der Spinosaurus noch einmal zubeißen wird. Ja, ist vorbei. Er beißt hier schön den Kopf. Er packt ihn jetzt nochmal, glaube ich. Zack. Und der Spinosaurus ist Geschichte. Ich finde es ein bisschen schade, dass er so klein ist. Normalerweise ist, glaube ich, der Spinosaurus der größte Dinosaurier. Ist der nicht 25 Meter lang? Finde ich, er ist hier deutlich kleiner wie der Indominus. Und auch kleiner wie der T-Rex. So, er frisst sich jetzt hier satt und jetzt bin ich gespannt, wann dann der nächste Fight beginnen wird. Wäre auf jeden Fall richtig cool, wenn er jetzt auch noch gegen den T-Rex gewinnen würde. Er ist bei 81%, wäre auf jeden Fall möglich. Ich weiß nicht, wie viel Schaden der T-Rex macht. Ich habe auch keine Ahnung, wie weit ich ihn modifiziert habe. Können wir mal kurz gucken. Modifikationen 58 plus. Und der ist, boah, der ist bestimmt bei 100. Ja, bei 366. Da ist er schon richtig stark. So, der Kampf der zwei Giganten. Okay, erstmal ein bisschen anschnuppern. Und es geht los. Der Indominus Rex den ersten Bissen. 63%. Es müsste eigentlich der T-Rex zubeißen. Ich wette drauf. Wenn nicht, dann wird es echt schlimm für den T-Rex. Schreit nochmal. So, jetzt kommt der erste T-Rex-Happen. Wow, auf 50%. Also der T-Rex hat auf jeden Fall einen ordentlichen Biss. Härter wie der Indominus Rex. Wir sind jetzt hier auf 27, der T-Rex könnte sogar noch ihn auf 1% pushen. Eieieiei, T-Rex auf 1%, da hat der Indominus Rex schnell zugeschlagen. Und ich glaube, das war's auch für den T-Rex, er sieht schon zu K.O. aus nach dem Bissen. Ja, das war's auch für den T-Rex, er wollte nochmal, aber hat es leider nicht geschafft. Und einmal hier an die Gurgel gegangen. Ja, das war's soweit. Das war jetzt hier beide Kämpfe, fand ich ganz cool. Indominus ist ein klarer Sieger, er hat jetzt noch mehr Prestige, 751, er hat schon zwei harte Gegner platt gemacht. Und wir schauen jetzt uns an, was passiert, wenn man einen Indominus Rex in ein Pflanzenfressergehege reintut, wenn der Fuchs im Hühnerstall ist. Der Indominus Rex befindet sich jetzt schon ein bisschen länger im Gehege, er versucht jetzt auch schon auszubüchsen, er ist jetzt nicht mehr 100% glücklich, da das Gehege ein bisschen überfüllt ist, er hat zu viele Pflanzenfresser drinnen. Er hat aber noch keinen angegriffen. Ich habe ihn nur vorher reingesetzt und ja, die Geborgenheit ist jetzt so ein bisschen runtergegangen, unter 90%, und es geht da hier ein bisschen mehr ab. Ich hoffe natürlich, dass er sich jetzt einen Dinosaurier schnappen wird, am besten ein größerer. Wird man selber gern sehen, wie das aussieht. Aber so wie es aussieht, checkt er sich jetzt hier den Triceratops ab. Ist ein bisschen schade. Der klar, der kleinste Dinosaurier im Endeffekt. Ich glaube, ich habe sowieso nur noch einen hier im Gehege drinnen. Eventuell einen zweiten. Aber so wie es aussieht, wird jetzt hier gleich ein Kampf passieren. Sieht gut aus, der Triceratops kommt nochmal her. Und der Kampf beginnt. Wir haben jetzt hier direkt mit einem Bissen 45%, aber der Triceratops greift ebenfalls an. Eigentlich müsste der Indominus gleich den nächsten Angriff starten.
Er wartet noch so ein bisschen und es geht wieder hinter das Schild. Hinter sein Horn sozusagen und er greift nochmal an und es ist jetzt vorbei. Gut, es war jetzt im Endeffekt nichts Cooles. Ich hätte es wirklich gefeiert, wenn er in die Blodokus oder den Brachiosaurus angreift. Jetzt wird er sich wahrscheinlich noch ein bisschen nähren. Viel Leben hat er nicht verloren, 79%. Er hat ein bisschen Hunger. Ich werde das Ganze jetzt so ein bisschen weiter spulen. Das hoffentlich kommt noch was Spannendes. Hier sieht es jetzt so aus, als ob der Indominus Rex ausbrechen wollte. Er ist auch draußen und er geht jetzt auf die Besucher los. Die einen laufen in ihn rein, sogar der eine ist an der Kralle hängen geblieben und direkt gestorben. Und jetzt liegt hier ein Mensch auf dem Boden, ist gestolpert und der Indominus Rex gönnt sich nochmal einen zweiten Happen. Sieht ganz cool aus, muss ich aber sagen, ist glaube ich die gleiche Animation wie beim T-Rex. Wahrscheinlich sind die Animationen alle sehr ähnlich oder gleich. Von den ganzen größeren Fleischfressern. Der weiß auch noch nicht wirklich wohin oder die Frau. Wird hier der nächste Happen. Auch die gute ist weg. Jo, jetzt haben wir hier anscheinend einen kleinen Bug. Er frisst hier vom Boden. Die Person ist aber leider schon weg, schon in ihm drin. Mal schauen, ob er jetzt hier noch weiter rumrennt. Satt ist er jetzt auf jeden Fall, hat er genug gefressen. Die ganzen Massen rennen weg. Jetzt schnuppert er nochmal. Ich glaube, er wittert auch auf der linken Seite den T-Rex, weil der hat auch gebrüllt irgendwie. Er guckt auch rüber, aber der T-Rex ist schon ein gutes Stück weiter weg. Wird er wahrscheinlich noch ein bisschen nach links gehen. Ne, er geht zurück ins Gehege. Auf jeden Fall krass, dass er zurückgeht. Wahrscheinlich hat er Angst um T-Rex bekommen. Ja, obwohl er ihn vorher besiegt hat. Die Aufnahme ist jetzt nochmal danach. Das war es soweit jetzt hier von dem Video. Freischaltung und ein paar Clips von dem Indominus Rex. Ich finde ihn im Endeffekt den coolsten Dinosaurier, den coolsten Hybriden momentan. Gibt klar eh nur ihn. Der Indoraptor kommt ja jetzt am 22. rein. Das war es soweit vom Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen freuen. Wer mehr sehen will, kann gerne meinen Kanal abonnieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.